Hallo Leute und herzlich willkommen bei Let's Play Dragon Quest 11. Die Reise der verwunschenen Truppe gen Nautica. Und? Aha! Wir dürfen wieder ins Kühle nass, so wie es aussieht zumindest. Na gut, warum auch nicht? Wir haben Molchior beim letzten Mal, also Part 69 war es, glaube ich, geschlagen. Also warum sollte man uns den Eintritt nach Nautica verwehren? Es sei denn, die Stadt ist jetzt komplett kaputt. Aber so wie der gesamte Akt 2 ist, dann ist vielleicht irgendwo ein Fleck an der Wand oder so. Die armen Flecken. Ja. Nein, wir wollen nicht wieder nach oben. Ist sehr nett, aber nein. Ja, wieder mal in Nautica unterwegs. Mit mindestens einer Sidequest schon mal, die ich so ansehen kann. Es ist ja auch irgendwo eine Schildkröte, hat Probleme. Blub! Blub, blub, blub! Ich komme da nicht hoch. Lass mich raten, dich verstehe ich jetzt wieder nicht, ne? Goddammit! Blöder Hai. Erst redet er nicht mit mir, dann... Beziehungsweise erst verstehe ich ihn nicht. Dann versuche ich mit ihm zu reden, dann versteht er mich immer noch nicht. Dann hat er keine Waffen. Mahlzeit. Der Stab ist nicht schlecht. Doch ja. Ich dachte, der Baum ist weg. Ich will doch mal dein Gesicht sehen als Fisch. Ja, okay. Sehr, nett. Yay. Ist hier oben nicht irgendwo eine... Ich wollte schon sagen, da gab es doch irgendwo hier oben eine Tür. Da erinnere ich mich noch dran. Ah, so. Hat zwar immer noch keine Ahnung, wo jetzt die anderen Quests sein sollen. Das hieß doch viel mehr. Irgendwas noch mit einer Meerjungfrau und so, aber pff, bitte. Aber an dem Blau kann man ja fast den Fuke-Ding nicht mehr sehen, ey. Oh, meine Augen. Upp. Ah, Schildkröte. Hallo, Schildkröte! 600 Jahre, okay, guck an. Okay. Können Meeresschildkröten nicht an Land? Doch, natürlich, oder nicht? Ich meine, ja, klar, kein Thema, aber... Ein Langtintenfisch ohne Tentakel? Du meinst eine Kanone. Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Schildkröte gerade von einer Kanone redet. Wow. Bring mir mal bitte eine Kanone. Alles klar. Ich bring dir eine Kanone. So, kann ich jetzt was bei dir kaufen? Tatsache. Dass der Tag mal kommt, an dem ich hier überhaupt was kaufen könnte, ist ja... Unglaublich, ich bin echt begeistert. Ah, der Korsarenmantel, guck an. Ich weiß nicht, ob ich ihn theoretisch auch anders finden kann, aber hey, zack! Wenn ich schon hier... Bodo, warum kannst du den auch tragen? Warum? So, Eric. Arr, ein Pirat. Ein Corsair halt, ne? Schönes Outfit. Anyway, hier müsste irgendwo, glaube ich, auch dann... Bin mir nicht sicher, wie weit ich dafür nach unten muss, aber ich glaube, hier müsste irgendwo
Ah, das erklärt, warum ich die anderen Zeitquests nicht sehe. Hier müsste irgendwo auch dieser Stein des Gelernten sein. Guck, guck, ich bin ein Fisch. Aha. Einfach reingebissen in den Fisch. Also ich gehe jetzt, besorge Notizen von irgendeinem Mentor und in der Zeit machst du hier einen auf Phoenix Wright oder wie? Ich bin mir ziemlich sicher, ich weiß, von welcher Insel sie spricht, aber bleib dabei. Habe ich jetzt alle Missionen, die es hier gab, wenigstens aufgelesen? Das Schneefeld. Das war Campen, ja. Ich glaube, hier müsste irgendwo. Ich weiß nicht, ob man das jetzt. Nee. Ich meine, irgendwo im Seegras müsste. Dieser Gelehrtenstein sein. Es sei denn, ich habe den schon eingesammelt, aber dann hätte ich die Quest sich doch direkt beenden müssen. Also ich rede von... Wann war's? Nein. Genau, dem hier. Auf einem Schiff befinden, das im östlichen Heliodor halt gestrandet ist. Das ist dieses Ding hier. Das ist halt die Frage, wo ich dann hier diesen Gelehrtenstein finde. Weil normalerweise kennen wir es ja, dann leuchtet das Ding rot oder so. Leuchtet nichts rot. Oder ich bin wieder blind, weil das ist ja auch nicht das erste Mal, ne, dass ich irgendwie sowas suche. Ja, ich hatte jetzt gehofft, hier so irgendwie so komisch eingequetscht in der Ecke. Oder es ist noch weiter weg vom Schiff. Das ist auch eine Möglichkeit, aber das fände ich schon wieder nervig. Oder es ist höher, obwohl es halt hier unten liegt. Auch wieder eine Möglichkeit. So. Okay, du angelst einfach mal da so eine Runde. Ich meine, bitte. Gut, da funkelt auch was. Ist das der Funkelfleck, den ich suche? Das Platinerz. Das ist Platinerz, das hilft mir nicht. Zumindest nicht in dem Ausmaß, wie ich es gerne hätte. Ah, aha. Damit noch den Gelehrtenstein. Wunderbar. Lass mich raten, ich kann mich jetzt nicht einfach wegteleportieren, weil es heißt, ich bin ein Fisch. Habe ich recht? Jetzt wollte ich fast sagen, aber ich wollte gar nicht lachen, Lamentea, aber da fiel mir ein, doch, ich brauche ja die Kanone. Puh. Weil für die Jura-Fischdame müsste ich eigentlich viel mehr wieder zu der Sandinsel, um dann da ein bisschen nach Norden zu fahren. Aber ich muss ja nun mal hier auch eine Kanone besorgen. Warum auch nicht? Jawohl, Kanone! Und dann muss ich in der Zwischenzeit, wenn ich mal wieder offscreen bin, ein wenig umschmieden. Aber dazu dann später mehr. Eigentlich hätte ich das Tor gar nicht öffnen müssen. Dieses mir verhasste Tor. Und dieses andere mir verhasste Tor. Ich bin eigentlich falsch abgebogen dafür. Ah, selber schuld. Diesmal bin ich selber schuld, dass ich Tore öffnen musste. Naja, ganz so schlimm ist es auch noch wieder nicht. Also, ein bisschen am Ruckeln gerade oder so. Böse. Jetzt ist die Frage, ob die Dame hier oben ist. Das habe ich gar nicht wegen der Tageszeit geguckt. Schauen wir ja nicht. Ne? Dang it. Jetzt bin ich hier oben und die Dame ist nicht hier. Oder sie ist grundsätzlich nicht hier. Mehr im zweiten Teil.
nicht drüber nachgedacht. Ha! Wieder runter. Ich glaube, ihr Haus ist aber das tatsächlich an der Klippe. Ich hoffe mal. Also, ich will die jetzt nicht unbedingt komplett suchen. Ja, das ist die doch, ne? Ja. Ich brauche noch eine Kanone. Das war der, die Schildkröte, war das, tut mir leid. Krakatau-Kanone? Krakatau. Dann. Machen wir's. Gondolia. Auch da, wegen dem Gelehrtenstein, falls man sich wundert. Und dann muss ich mal wieder gucken, dass ich den Helden plus Rionaldo so weit hinkriege, dass er wieder gekräftigt ist, um die Technik auch noch fertig zu kriegen. Ah, oh, Mann. Das bin ich froh, wenn ich alle Missionen wieder abgehakt habe. Einfach zack, weg. Gut, eine können wir ja noch nicht anfangen, aber wenn wir sie anfangen können, dann bin ich auch froh, wenn ich die hinter mir habe. Also bis auf eine... Weiß nicht, ob wir sie in diesem Video alles schaffen. Ich bezweifle es nicht unbedingt. Ich beeile mich, ja. Ich will ja hier möglichst viel wieder schaffen. Ihr kennt mich ja. Könnte Veronica schneller laden. Ich weiß, sie ist tot. Aber trotzdem, das ist keine Entschuldigung. Frag mich ja, wann sie das Ding mal abbauen. Wahrscheinlich nie. Wir haben immer weiter in dieses Zeichen eines männlichen Mannes. Der männlich ist. So, der ältere Herr stand doch aber wirklich irgendwo da drüben. Kannst du jetzt nicht eigentlich gehen? Achso, okay. Super. Er will hier leben, das ist in Ordnung. Damit kann ich leben. Ich kann damit leben. Er kann damit leben. Wir können alle damit leben. Ach so. Du wolltest sie nur mal sehen? Tolle Sachen aus Mithril machen. Yay. Ah, das Edge Florett. Ja, ne? Hätte ich auch wieder mir sparen können zu kaufen. Immer Mithrilhelm, Tänzer. Tänzerpanzer? Aus Mithril. Okay. Klingt so ein bisschen so, als würde sich das eigentlich überhaupt nicht lohnen. Ah, sehr schön. Also damit meine ich wirklich diese Vorstellung, ein Panzer, der geeignet sein soll für einen Tänzer aus Mithril. Ich weiß ja nicht. Ich kann allerdings sehen, wenn man sagt, der muss halt einfach nur stabil sein, ne? Dann ja, von mir aus, aber... Und vielleicht an tänzerische Formen angepasst oder so. Das ist schon wieder sehr weit hergeholt von mir. Von daher... ich glaub da so nicht wirklich dran. Na komm. Danke. Einmal hier um die Ecke. Sup. Müsste nämlich dann die Hütte sein. Es gibt nämlich nur... Ich glaube wirklich eine Insel, wo eine Hütte drauf ist. Das ist die. Von daher... Da muss ich überlegen. Mir fehlen, glaube ich, noch die beiden Inseln im Norden. Beziehungsweise die nordöstlich von Finnland... Fjernland. Jetzt habe ich schon wieder gesagt. Sehen wir. Und die, die ich nur per Teleporter in Anführungszeichen erreichen kann. Aber ja. Er hier müsste dann eigentlich dieser gelehrte Mentor sein, was auch immer. Was hast du, bist Mähungfrau gewesen? Tankwald. Aha. Ja. Sein Kram ist in der Truhe da, alles klar. Meins. Der Tankwald.
Aha. Als hätte er gewusst, dass sie es irgendwann mal brauchen. Nur für dich, mein geliebter Lehrling. Nett. Da will gerade meine Stimme flöten gehen, aber nein. Das lasse ich nicht zu. Wir machen das hier mit Stimme. Oder gar nicht. Oder so ähnlich. So. Einzige, was ich jetzt daran ein bisschen nervig finde, ist, dass ich jetzt tatsächlich wieder laufen darf, um mich bei der Königin wieder zurückzuverwandeln. Oder zu verwandeln. Zurückverwandeln würde ich mich ja in den Menschen. Weil man grammatikalisch korrekt bleibt. Aber okay. Ein bisschen Weg ist immer, ne? Sozusagen. Wenigstens kommen wir wieder rein. Ich weiß gar nicht mehr, wir brauchen immer noch zwei Kugeln, kann das sein? Fällt mir nur so gerade ein, nicht, dass das jetzt richtig wichtig wäre, aber ich habe nicht gezählt. 1, 2, 3, 4, jo, zwei Kugeln noch. Uns ist halt nur nichts bekannt, das ist das Interessante. Also wir haben kein, da spukt noch der und der Gegner rum oder sonstige Geschichten. Man kann davon ausgehen, dass Jasper einer davon ist. Jasper? Jasper? Euklas? Wisst schon? Der ewige Rivale von unserem Hendrik. Der müsste ja noch so einer sein. Ansonsten kennen wir davon keinen. Ist die rote Kuh schon wieder respawnen? Keine Ahnung. Ich kann das nicht sehen. Das ist wohl viel zu blau. So. Ich habe da mal eine Kanone vorbereitet in meiner kleinen Umhängetasche als Fisch. Ja, wir benutzen sogar schwarz glänzende Tintenfische. Geheimnisse des versunkenen Geistes, okay. Ein Zweizack. Eine Zweizack? Was ist das? Und jetzt sagt mir bitte nicht, es ist ein Dreizack mit nur zwei Zacken. Das ist mir bewusst, es ist nur... Ich hatte schon drei Zacken. Zecken? Was sind die Mehrzahl? Jedenfalls hatte ich davon schon welche. Die müssen noch mehr wehtun als zwei Zack-Dinger. Ja, hier bitte sehr. Meine Mentor haben wir nicht entdeckt, nur die Akten. Ja. Ich liebe dieses Gesicht von uns. Das heißt, jetzt wird der Kleine nicht mehr gegessen. Genau, das wäre so nach dem Motto, wenn uns jemand ein Ohr oder so abbeißt, dann wird das nicht nochmal passieren. Ja, alles klar. Und schon nicht. Klick. Oh Mann. Ich weiß ja nicht. Das klingt nicht sehr überzeugend. So, im Schneefeld noch, im Campen und dann haben wir noch diese sengende Schnittnummer, was ich machen muss. Und ich muss sexy werden. Richtig sexy. Oh Mann. Campen, da. Gut, dass das wirklich so, also wirklich gut, dass es so funktioniert, dass ich mich einfach raus teleportieren kann. Das ist eine und gut, dass ich nicht als Fisch da ankomme. Und sie starben. Denn was der Lichtbringer vergessen hatte, war, dass Fische auf Land nicht abkönnen. Ah, der geht ja richtig ab hier. Ein Meisterwerk in deinem Wald verloren, was? Und deswegen rockst du da ab, weil du nichts mehr drauf hast, okay. Und wo? Ah. Gut. Das ist ja relativ, naja, eigentlich komplett offensichtlich. Er hat ganz genau gesagt, wo es ist.
Was könnte da jetzt noch schief gehen? Ich sollte sowas nicht sagen, aber mal ganz ehrlich, was sollte da jetzt noch schief gehen? Mit Hütte ist also die Hütte gemeint, in der wir damals, als wir von der Klippe gefallen sind, mit Jade nackt sich uns eine Decke geteilt. Nein, das ist nicht stattgefunden, aber. Ne? Wir waren in dieser Hütte und wir haben eigentlich da nichts gesehen. Aber es ist ja Teil 2, also ist da jetzt was Neues, nehme ich an. Sonst wäre es ein bisschen traurig. So. Ja, wenn ich eigentlich schon dabei bin. Wo ist es denn da? Ich mache das so selten. Rufen wir mal einen Pony. Alle. Gucken, ob ich ihn umrennen kann. Kann ich. Kann ich dich umrennen? Nein. Den kann ich nicht umrennen. Da hat der mich gerade angebrüllt. Los mit dem. No. Hat mich angekratzt. Ist nicht nett. Na gut. Was soll's? Er ist tot. The great Sylvando grows even greater. Ja, läuft prima. Einfach alles umnieten, was sich mir in den Weg stellt. Wenn ich sie treffen würde. Also sonst renne ich auf einmal wieder im Wald rum. Aber es ist viel zu unterhaltsam, die Gegner einfach durch die Gegend zu ballern. Echt jetzt. Haben mir die Dorfbewohner einen Hengst gegeben, der Angst hat, über eine Brücke zu reiten? Oh Mann. Ich bin ein bisschen sprachlos, doch tatsächlich. Oh Mann. So. Da haben wir es. Witzigerweise ist hier die verlorene Partitur drin. Das heißt, er hat sie eigentlich nicht verloren. Es geht ja. Also, das geht sonst nicht. Das heißt, er hat sie nicht verloren, er hat sie in diese Truhe gesteckt. Und hat dann vergessen, dass sie da ist. Gut, ich war mir nicht sicher, ob ich diese blöde Truhe geöffnet habe da drüben. Deswegen bin ich jetzt tatsächlich extra nochmal, wenn ich hier eh schon in der Gegend bin, einfach umgelaufen. Ich bin so ein netter Kerl. Oder so ähnlich. Ne, eigentlich ist es ja ziemlich egal. Aber ich kann sowas nicht stehen lassen. Wenn, dann richtig. Okay. Sind wir wieder. Hier hast du deine Partitur. Ja, natürlich. Er ist der Champ. Ja, was auch immer. Hauptsache, neue Sachen zu schmieden. Stab der Weisen. Das Weisen, Gelehrtenkappe, Denkkappe. Haare, Handschuhe. Haare, Handschuhe. Schneefeld. Und dann haben wir das meiste erstmal hinter uns. Dann muss ich jetzt mich offscreen schick machen. Gucken, weil ich so alles herstellen kann, damit die Dame irgendwann mal sagt, yo, du bist schick genug, hier, hasse. Kann doch nicht so weitergehen. Kann alles nicht so weitergehen. So. Wenn ich schon dabei bin, kann ich genauso gut wieder reiten. Na. Den kann ich umreiten. Wow, ich kann eine Menge umreiten. Jetzt sag mir. Ach, ich wollte schon sagen. Ich hab schon kommen sehen, dass er mir wieder sagt, ich kann mir nicht vorbei oder so. Zwing. Knall. Okay. Was für eine Mission könnte man hier für mich haben? Komischer Ritter hier. Cell. Seil. Wie auch immer.
Okay. Ein furchteinflößendes Modell G-Zero. Huh. Achso, du müsstest jetzt jedes kaputt machen? Okay. Na gut. Ja, das ist halt so eine Mission, wo uns, wieder einmal abverlangt wird, ein seltenes Monster zu besiegen. Und das heißt, ich werde das tatsächlich in diesem Part noch machen. Allerdings hole ich euch einfach wieder dazu, wenn ich ein G-Zero im Kampf habe. Also, bis gleich. So, ein kurzer Einschub. Ich müsste genügend Charme haben für die super nette Dame hier. Ja! Geht doch. Unwiderstehlich. Nein, 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 nein. Kein, ja, Gott sei Dank. Mit Glanz und Gloria. Mhm. Keinerweise ja dem Paradekostüm. Oh boy. Aber ja, auch abgeschlossen. Was habe ich an? Ich habe ein Wunderschwert an, das Schild von Heliodor, den Hadeshelm, das Karnevalskostüm, die Ohrringe, die ich hergestellt habe. Und damit ist mein Charme direkt auf 374 hoch. Das ist schon mal schön. Will ich aber nicht anhaben. Hier, dieses schöne Schwert habe ich auch hergestellt. Haha, sabba, sabba. So. Ja. Egal. Ich treffe euch also wieder den Kampf gegen G-Zeros. Oder zumindest einen G-Zero. Bis gleich. Aber du musst das jetzt machen nach dem Schmieden. Also, diesen Gegner zu bekommen, der mich dann noch netterweise überrascht, hat jetzt unglaublich lange gedauert. Wow! Aber da haben wir es. Das Modell G-O. Bah! Also ich habe jetzt, da ich auch noch ein bisschen was anderes gemacht habe zum Farmen und so, aber ich habe jetzt eine Stunde und 10 Minuten gebraucht, um das überhaupt mal zu sehen. Holy cow. Aber gut, Modell G.O. Sieht so ein bisschen aus, als hätte er so ein Loch zur Druckbetankung oder sowas. Gut, er kommt dreimal dran, das ist ein bisschen nervig, aber naja. Ich versuche trotzdem zu stehlen. Ich hab halt nichts Besseres zu tun. Aber so wie es aussieht, ist er gleich tot. So, was nochmal auf. Ich bin schockiert. Nur so ein bisschen. Oh, oh, oh. Könnte, also ich glaube wirklich auf, oh, Kronenkristall, ich könnte mir vorstellen, auf höheren Schwierigkeitsgraden ist das dann tatsächlich ein Gegner, der übel einem mitspielen kann. Also das glaube ich schon. Dadurch, dass er so oft drankommt und verschiedene Fähigkeiten einsetzt. Und tot. Yeah. Oh, ein Symbol des Souveräns. Schön. Und das Bauteil eines Modell G.O. Puh. Ist anstrengend sowas. Eigentlich wollte ich nämlich ein Kostüm noch für Rionaldo herstellen. Das. Upsa. Ich hätte gedacht, ich kann den mittlerweile umbringen, aber nein, kann ich nicht. Nämlich das Karnevalskostüm. Dafür musste ich allerdings noch den Hut herstellen, dafür muss ich Golderz sammeln, bla 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 bla. Das Typische eben. Ich habe nicht genügend Materialien teilweise, um Sachen herzustellen. Irgendwann kommt trotzdem der Tag, an dem ich einfach alles herstellen werde. Nehme ich an, vielleicht, so kommt schon. Je nachdem, wie ich lustig bin. Ja, Jade kann sich ruhig ein bisschen auslachen, das ist in Ordnung. Hauptsache, wir kommen hier vorbei. Rionaldo habe ich jetzt gerade auch nicht mehr in der Truppe, weil
er im gekräftigten Zustand ist. Also ist das im Prinzip die nächste Anlaufstelle, die ich haben werde für die letzte Mission, die uns noch offen steht, nämlich diesen dämlichen Kalamari zu frittieren mit dem Flammenhieb-Ding-Teil-Aktion-Doppelding von Helden mit Rionaldo. Heißt aber auch, ich muss mir noch ein Einhänderschwert einfach mal wieder zumindest anlegen für diesen einen Kampf. Lief super, war ganz toll. Ja, dieser Hass, diese Zerstörung müssen ein Ende haben. Genau, dein Hass macht dich blind. Und dein Bruder ist viel besser, also er ist tot, aber er war viel besser, als dass du ihn so recht sein musst. Ha, eine Metallschleimrüstung. Mann, 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 Mann. Ja, schöne Sache. Ist das direkt wieder besser? Dann kann er den Smoking haben. Bei dir ist das egal, was du hast. Bei ihr wechselt das sowieso auch immer, weil ich nicht weiß, was ich nehmen soll. Und ja, rein theoretisch ist das das, was ich anziehen werde. Und das Praktische ist zumindest, dass... Ich lasse euch einfach hier drin im Video. Ich habe... Jetzt sind Zauber... oder Fähigkeit? Zauberfähigkeit? Eins vorbei. Für den Helden gelernt, dass er sich selbst kräftigen kann. Das heißt für mich ganz einfach, ich kann jetzt in den Kampf reingehen, kann gucken, dass ich den Kalamari einigermaßen schwäche, Rionaldo mit reinholen. Bam, fertig, Mission beendet. Ganz einfach. Und dann kann ich beim nächsten Mal die Story wieder weiterspielen. Ich glaube, dann habe ich nämlich alle Missionen. Bitte sag mir, dass ich irgendeine vergessen habe wieder. Genau, Meeresfrüchte kommen jetzt und dann sind wir fertig. So, also die Gegner, die wir suchen, finden wir weiter im Nordosten nach, also Richtung dieser Lichtsäule. Das heißt, ein kleines Stück hier muss ich schon segeln, aber nicht allzu sehr. Das ist okay. Damit kann ich leben. Was natürlich jetzt auch aufplöppen kann, ist der falsche Riesenkalamari. Ja, da gibt es auch welche, aber ich glaube nicht, dass wir die jetzt so unbedingt sehen werden. Aber das ist halt dieses, wer weiß das schon so genau. So ungewohnt, dass der Held auf einmal so ein kleines Schwert in der Hand hat. Ich vermisse meinen Beehänder schon. Nur so ein bisschen zumindest. Also, es ist ungewohnt. Wir befinden uns mittlerweile auch gut in den 50er Level. Was ist gut in den? Und, aber wir gehen auf die 50er mit den meisten Charakteren zu. Und Serena kriegt pro Level ab teilweise 15, 17 Talentpunkte. Das ist echt heftig. Außerdem hat sie Wiedergeburt gelernt, obwohl ich ihr gerade eine Technik beigebracht hatte, mit der sie auch Leute wiederbeleben kann. Also, was soll's. Ich sehe es mal so, sie kann in jedem Fall wiederbeleben. Alles ist glücklich und zufrieden. Das ist schon okay so. Ja, Hendrik, weißt du, jetzt lässt du hier so den Superkämpfer raushängen. Aber ja, da sieht man den netten Effekt vom Wunderschwert, dass das auch nochmal mehr HP zugeben würde. Wenn ich es denn brauchen würde. 1998, da war ich 8 Jahre alt. Ach, ist das lange her. Ich weiß gar nicht, ob wir auf dieser Insel mal Halt gemacht haben. Also doch, das Schleim. Ja, da habe ich Halt gemacht. So, also irgendwo hier in diesem Bereich sollte dieser Riesenkalmar, den wir frittieren sollen, auftauchen. Also gucken wir mal, dass er auch auftaucht. Glück. Nein. Natürlich dürfen die Gegner zuerst. Warum auch nicht? Scheint ihm nicht geschmeckt zu haben. Naja, macht aber nichts. Das Einzige, was jetzt ein bisschen nervig ist, dass ich hier durch die Kämpfe klicken werde. Und dann drehen wir Kreise in der Hoffnung, dass wir diesen Riesenkalmar finden. Ist auch nicht gerade spannend.
wenn es mit wieder zu lange dauert, auch da wieder, dann werde ich halt einen Cut machen. Also das muss ich dann halt keine antun. Das ist auf Dauer einfach nur langweilig. Aber er sollte, wie gesagt, halt auftauchen. Deswegen hoffe ich, dass es einigermaßen schnell auftaucht. Ich hätte echt Fähigkeiten einsetzen sollen, dann wäre der Kampf viel schneller vorbei gewesen. Egal. Egal! Ich glaube, er kann auch Richtung Firnland auftauchen. Ich weiß aber, dass er hier auftaucht. Also, so eine Runde im Kreis drehen. Irgendwann taucht er schon auf. Mit dem Spielstand könnte ich natürlich auch einfach fliegen, aber naja. Weiß ich nicht, das fühlt sich für mich wieder nicht richtig an. Na ja, dann hier Quadrat. Tschüssi. Oder fast Tschüssi, aber es haut die meisten Gegner zumindest so weit um, dass wir alle glücklich sind. Geblockt. Tja. Dumm gelaufen. Well, that was easy. Das einzig Blöde ist, ich muss wirklich hoffen, dass ich den Riesenkalmar einschätze. Weil ich muss ihn damit besiegen. Das ist diesmal keine Mission aller benutze es im Kampf, sondern besiege es damit. Da haben wir ihn. Der Riesenkrake. Das ist schon mal gut. So. Jetzt gucken, dass ich ihn nur in den roten Bereich hämmer. Ich hoffe, das kriege ich einigermaßen hin. Ich meine, das ist manchmal schon sehr risikobehaftet, wenn ich jetzt sowas einsetze, aber naja. Ah, nein, nicht die Fäuste! Nicht die Fäuste! Gelber Bereich, okay. Und das... Boah. Aufstellung ändern, ihn ersetzen durch Rionaldo, bestätigen. Silvano takes the stage. So. Sache, er ist wenigstens vorbereitet. Dann die Kräftigung einsetzen. Ist ja schon eine sehr... Ja, nicht overpowerte Technik, ne, aber es ist schon krass, dass man einfach sagen kann, hier... Aufgepowert und gutes. Er regeneriert seine Tentakel, bitte sehr, das kannst du gerne machen. Wir müssen den Feuersturm einsetzen. Nein, wo ist es? Achso, doch, das sieht nur so komisch. Achso, es müsste nur Rionaldo gekräftigt sein. Upsala. Na egal. Das kann ich mit Flammenhieb. Ah. Okay. Ah, das war doch die falsche Taktik. Was? Ah! Warum? Warum war das jetzt die falsche Taktik? Oh nein. Aber die war doch nicht da. War die da? Gut, das mache ich dann tatsächlich offscreen, die Technik. Da ist aber jedenfalls der Gegner. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich von euch. Das war für heute erstmal Dragon Quest. Ich mache die Mission jetzt offscreen nochmal. Ich muss ihn jetzt wieder stärken. Yay. Okay, kleiner Nachtrag, weil ich selber blöde bin. Meine Herren, kann ich... kann ich viele Technik einsetzen, oder? Ja, eigentlich... hätte ich nur den sengenden Schnitt einsetzen müssen. Dafür muss nur Kommi gekräftigt sein, das ist schon mal
blöde Sache Nummer 1. Ich habe gedacht, beide müssen kräftig sein. Ich hätte noch nachlesen können. Nein, ich bin ja wieder ein Vollidiot. Und ja, das heißt, die Technik hätte ich jederzeit wieder neu einsetzen können. Nein, ich gehe in den Vulkan, warte drauf, dass Leonardo sich kräftigt, um nie wieder anzukommen. Ist doch einfach nicht. Ich meine, es ist mein Ernst. Ich bin halt tatsächlich so blöde manchmal, aber mein Gott! Ja, ich finde glücklicherweise eine Portion Lukumala Talarala Ding. Doch, wenn das Ding da nicht steht, kann ich es nicht lesen. Und wenn ich es nicht lesen kann, weiß ich nicht, wie es heißt. Ich bin nicht gut, mir da drin solche Namen zu merken, aber brauchen wir auch nicht wirklich. Oh Mann! Also ja, ich kann jetzt diese Mission auch abschließen. Und dann werden wir beim nächsten Mal mit unserem Potwar durch die Gegend fliegen können. Wir können uns sagen, jo, hier gibt es wieder was zu sehen. Also ein Story, wohl bemerkt. Ich ärgere mich trotzdem gerade unendlich über meine... Naja, Blödheit tatsächlich. Ja, das sind Lukumala Kadarala Dingens Tentakel. Bestimmt. Wir halten den Pentarang. Hurra. Hurra. Wow. Ich meine, das interessiert ihn, glaube ich, nicht, egal, was ich ihm anziehen will. Von daher ist mir das wurscht, aber wir haben es geschafft. Ich bin geschafft. Ich gehe ins Bett. Gute Nacht, meine Herren. Der Lichtbringer bringt auch morgen wieder die Welt zum Leuchten. Aber bis dahin, guckt euch doch eine der 5 Playlisten unten in der Beschreibung näher an. Vielleicht findet ihr ein Projekt, was ihr noch nie gesehen habt und schon immer sehen wolltet. Wer weiß. Ansonsten findet ihr oben links im Bild, hoffentlich, denke ich mal, ein neues Video nur für euch, auf euch zugeschnitten. Und wenn das immer noch nicht genug ist, der muss halt leider bis morgen warten. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bye bye.